Yo Leute und willkommen zurück zu Elden Ring. Wir befinden uns hier in Schloss Sturmschleier und ich habe langsam, oder was heißt langsam, wieder ein bisschen Hoffnung. So, hallo Leute, ihr Bogenschützen, kommt mal her. Oh nein, wenn ich natürlich an der Tür vorbeirenne, ist das maximal ungeschickt. Ich habe zumindest ein bisschen Hoffnung mal wieder, dass wir hier irgendwie mal weiterkommen. Im Hof hier sind wir letztes Mal relativ weit gekommen. Und ja, haben Mini-Boss-Gegner hier in der Burg aus dem Weg geräumt, die uns zumindest den Weg hierhin deutlich schneller bestreiten lässt. Hier mal den oben eben wegmetzeln. Irgendwie wollten die jetzt nicht zu mir kommen. Ja, die Frage ist, ob ich direkt rausgehe und meine fünf Jungs beschwöre und gucken, was dann so passiert. Wir haben mittlerweile ein fettes Schwert, das ordentlich Kavums macht. Es ist natürlich noch ein bisschen langsamer als meine Axt ursprünglich. Ne, das hast du jetzt nicht gemacht, oder? Aber ich habe den Hoffnung. Oh Gott, es pfeift immer mehr. Die ganzen Jungs da sind eh relativ stationär. Ich habe den Eindruck, so ein paar wollen schon hier rein. Aber jetzt haben sie es schon wieder vercheckt. Außer er hier. Dann machen wir dich schon mal tot, mein Freund. Wer pfeift denn hier immer noch? Als wir letztes Mal hier waren, hat überhaupt niemand gepfiffen, ja. So, manchmal muss man auch einfach drei Schläge abwarten. Ach, er ist es noch. Mal gucken, ob es wieder hilft, hier ganz hinten hinzurennen, dass er mal hinterher gerannt kommt. Offensichtlich nicht so. Es ist egal, dass die alle zugucken, wie ihre Kumpanen da sterben, ja? Die an den Feuerdingern scheinen jetzt ziemlich stationär zu sein. Dann holen wir mal wieder die hier raus. Und das Schwert ist auch ziemlich lang. Das finde ich schon auch ganz geil. Autsch. So, mit wem fetzt ihr euch darum? Ich glaube, da muss ich auch mal kurz helfen gehen. So. Oh. So, und zu dem da müssen wir auch nochmal Hallo sagen. Und eventuell sitzen hier auch nochmal ein, zwei. War das so? So, da hockt noch ein ziemlich fetter rum. Die Frage ist, kann ich den jetzt einmal von hinten stabben? Pilz, danke. Da hätten wir schon mal einen Crit gelandet, ne? Und die Frage ist, schießt dann von da oben noch jemand? Oh Gott. Ja, er hat einen Hund bei sich. Ah, klar. Und er ist natürlich ziemlich kräftig. Und ich sehe hier nichts. So, zwei Heilungen. Nein! So, jetzt. Ich weiß noch nicht, wie ich mich hier genau nähern möchte. Natürlich habe ich ihn nicht gestaggert bekommen. Wow. Okay, wenn er immer sein Hündchen dabei hat, ist das auch schon wieder ätzend, ne? Dann kann man sich nicht anschleichen. Aber es könnte auch so ein Mob sein, wenn man den einmal besiegt hat, so eine Art Miniboss, ne? Dass er dann auch endgültig weg ist. Aber wir müssen uns halt jedes Mal durch diesen kompletten Hof da schnetzeln. Ich muss mal gucken, ob ich da eventuell mit meinen Kampfgefährten schneller rauskomme.
Die lenken ja doch einiges ab. Ich muss ja nur den Hof frei haben. Und dann könnte ich mich nochmal mit dem Dicken da anlegen. Weil ich nicht ganz so überrascht bin, dass der auch noch einen Hund dabei hat, der mich sofort erblickt. Dann könnte das eventuell auch besser funktionieren. Wir machen das jetzt einfach mal. Ich renne jetzt raus und hole mir meine 5 Jungs und guck mal, was passiert. Ja, okay. Es ist einiges am Bogenschützen dabei. Da muss ich dann doch mal zuerst hin. Ja, man merkt schon, dass es eventuell nicht ganz so ideal ist. Oder ich muss erst hier links rum. Also, wenn man dann doch hier alle auf einem Haufen hat, ist es doch ziemlich heftig. Aber wenn man die vorne umher wandern, schon mal weg hatte, dann ist man hier eigentlich immer gut durchgekommen, ne? Falsche Richtung. Boah, Gott sei Dank haben wir diesen Fahrstuhl hier entdeckt. Alles andere wäre so übel. Ich frage mich ja immer noch, ne, ob man auch durchs Haupttor irgendwie hätte reingehen können. Da wurde uns zwar dringlich von abgeraten, ich weiß. Aber ich glaube, der Weg, den wir beim letzten Mal bestritten haben, wo wir auch ziemlich weit gekommen sind und dann verreckt sind, ich vermute mal fast, der wäre Richtung Haupttor gegangen, oder? Ja, mach du mal, es ist okay für mich. Nein, warum habe ich keinen anvisiert? Bin mir nicht sicher, ob das der ideale Weg ist. Es wäre der schnelle Weg, aber man sieht, es bringt nichts. Also diesen Lauftrupp, den muss man schon rausgepult haben. Ich glaube, der Rest geht dann, aber ansonsten ist es zu viel. Aber das Pullen ist halt auch nicht so richtig geil, ne? Wenn die Fernkämpfer, selbst wenn man hinter der Wand steht, nicht so recht reinkommen wollen. Ich meine, ich kann es ihnen auch nicht so ganz verübeln. Mit dem Jungen da oben. Hat er uns jemals irgendwie gestört? Ich glaube nicht, ne? Da steht da, egal was man macht, steht der einfach wie versteinert hier rum. Jo, damit hätten wir schon mal einen weniger. Und der Rest stieß jetzt munter vor die Wand, ey. Super. Komm doch mal rein, mein Freund. Ah, da kommt noch jemand. So, haben wir auch schon wieder zwei tot. Autsch. Nee, aber ich glaube, das ist auch die ganze Truppe. Boah, lasst mich durch, Jungs. So, du kommst auch alleine. Sehr schön. Das heißt, deinen Kollegen hier können wir jetzt auch mal alleine eine reinbürgen. So. Boah,
Nahrung. Aber mit der Zielerfassung muss ich auch noch mal ein bisschen dran arbeiten. So, mit wem treibt ihr euch hier alles rum? Sind schon nicht so schlecht, die Jungs, ne? Aber wie sie alle da runter gucken. Also da unten kommt man doch definitiv zum Haupteingang, oder? So, und da rechts kommt auch noch einer. Dann haben wir sie hier schon wieder alle. Ja, ich habe irgendwie das... bin mir nicht so sicher, ob man mit diesem Schwert wirklich kritten kann. Zumindest bei den Kleinen hier. Ja gut, wenn du dich nicht wehren willst. Jetzt gehen wir nochmal gucken. Da ist der Hund. Der guckt auch immer in die andere Richtung, ey. Ist es zum Brechen. Aber wir haben auch noch meine Typen hier. Ich weiß nicht, was hier gerade mich gerettet hat, aber irgendwas hat mich gerettet. Nein, ich hätte nicht den ganz langsamen wählen sollen. Jo! Nee, er muss dann auch nicht ausschwingen. Nee, kein Problem. Aber immerhin lässt er sich dann doch mal von seinen Angriffen abbrechen, ja? Oh nein, ich wollte mich wegbrennen! Nein, nein, nein. Mit der Waffe zu rollen und statt gegen die Waffe ist immer ein bisschen, ist immer ein kleiner Fehler. Aber den muss ich wegkriegen. Wenn man den Fahrstuhl wenigstens schon wieder hochschicken könnte. Wenn man ihn unten verlässt. Mann, ey. Sie haben ja aber auch überall Gegner mit fetten Waffen, fetter Reichweite. Doch, obwohl der jetzt nicht so mega agil ist, ne? Die Ritter sind da deutlich agiler. Aber nichtsdestotrotz, ey. Nichts, wo man mehr als ein, zwei Schellen von kassieren möchte. So, wieder nur so ein paar Bogenschützen, die nicht reinkommen wollen. Hello, my friend. Willst du reinkommen? Zwei, drei und tschüss. Hier haben wir wieder so ein paar Bogenschützen. Klar, wenn man schon sieht, wie viel Schaden ein so ein fucking Pfeil macht, ja. Kommst du rein? Und der nächste Pfeil, den ich abkriege. Ah, doch nicht. Gut, dass sie hier auch so pfeifende Typen haben.
was den aber mal relativ wenig bringt, ja? Komm mal rein hier, ich will nicht von noch mehr Bogenschützen getroffen werden. So, jetzt stehen natürlich diese ganzen Bogenschützen hier. Und wir wollen einmal das hier auspacken. Oh Gott. Ja, wenn ihr noch irgendwie überleben würdet, oh, und ich mich hier nicht mitten ins Getummel stelle, wäre nicht das Allerschlechteste. Ah, geht aber gerade nicht. Oh Gott, ey, schon wieder viel zu viel Heilung verballert. Ja, okay, das mit dem Großen können wir vergessen. Das lief die letzten Male deutlich besser. Weil ich auch jedes Mal so einen fucking Pfeil hier abkriege. Ach, ich bin gestorben. dieser Hof hier. Okay, ich muss das Getümmel, glaube ich, Getümmel sein lassen und mich selber mehr um die Fernkämpfer kümmern. Und wenn es nicht immer so nervig wäre, immer zuerst die rumwandelnden Wachen hier reinlocken zu müssen, um das Getummel einigermaßen übersichtlich zu halten. Könnte auch mal die Wölfe probieren, ob die einen Unterschied machen. Aber ich habe den Eindruck, die etwas größere Menge an mitkämpfenden Typen hier doch ein bisschen besser geeignet an dieser Stelle. Ja klar, fliegt der Fall noch bis hierhin. Oh, es hat gezuckt. Jungs, wie sieht's mit euch aus? So. Dich kennen wir soweit, mein Freund. Genau, komm du mal hier rein. Die kommen einfach nicht, ey, es ist so hart. Obwohl es sind gar keine anderen Fernkämpfer hier, ne? Und auch der Trötenheini kann einem völlig egal sein. Ich glaube, ich raff das jetzt erstmal richtig. Ja, okay, man darf nicht zu nah daran, dann geht das Inferno hier los. Aber ich glaube, der Rest ist hier gar nicht so das Riesenproblem, ehrlich gesagt. Oh no. Boah, klar, musst du noch dazwischen schnellen, wie ich sie für solche Aktionen hasse. Ey, sag mal, es kann doch nicht sein, dass man hier nicht einen Schlag gescheit rauskriegt. Oben steht auch noch jemand drauf.
So, und eigentlich geht's denen hier schon wieder ganz gut. Okay, ja, ich glaube... Oh no, falscher Knopf erwischt. Okay, es hat so gut gestartet, aber ich habe jetzt, glaube ich, immerhin raus, wie man ein bisschen schneller hier rauskommt. Guck mal, die Fernkämpfer. Doch relativ bequem hier vorne besiegen kann. Ja, gut. Aber wenn man seinen ganzen Rest hier einfach verfeuert. Okay, das hätte besser laufen können. Das kann ich resetten. Aber ich habe den Eindruck, es könnte schneller und besser gehen als die letzten Male, wenn wir es jetzt mit der richtigen Taktik angehen. Ich habe aus Versehen eine Geste gemacht. So, diesen fetten Hundeführer da hinten, den will ich auf jeden Fall in diesem Part noch besiegen. Das sehe ich eigentlich durchaus als realistisch an. Ja, genau. Kommt mal her. Danke. Ihr habt schon wieder eingepackt, oder wie? Ja, von der Seite, klar. Wie das Anvisieren einfach mal nicht wechselt. Zack, zack, zack. So, ein Nahkämpfer weg. Es bringt so gar nichts, weil hier keiner angelaufen kommt, Junge. Komm hier rein und stell dich. So, ist das nicht meistens das Zeichen, dass sie kommen wollen, wenn sie einem ihr Feuer entgegenwerfen? Tschüss. Oh, auch sie hauen schneller zu, als ich bisher dachte. So, einmal in Sicherheit begeben. Wollen wir vielleicht nochmal einen Bogenschützen, ein, zwei Bogenschützen nochmal ein bisschen näher rankommen? Das fände ich ganz okay, aber nein, ich glaube, sie schießen lieber von da hinten. Ah doch, da kommt einer. Hello. So, damit hätten wir die Bogenschützen besiegt. Wir gönnen uns eine Heilung, das ist okay. Und holen jetzt mal unsere Jungs und versuchen das jetzt mal ein bisschen besser hier zu lösen. So, die können wir eigentlich mal so weit lassen. Die kriegt man auch alleine ganz gut weg. Oh Gott, ey, und ich krieg wieder nichts. Wow. Von da links ist auch noch einer, oder wie? Oh shit, den habe ich ja gar nicht gesehen. So. Jungs, ey. Na, es ist schon wieder scheiße gelaufen. Durch diesen einen überraschenden Flammenangriff da. Und schon ist es im Prinzip vorbei, ja. Und ein Angriff, wo ich meine Deckung komplett verloren habe. Meine Typen sind auch alle tot.
komm, es ist auch schon wieder mega beschissen gelaufen. Einmal dumm in so einen Feuerangriff gerannt. Was mit deinem Kollegen? Will nicht. Ja, können wir schon wieder resetten, Leute. Tut mir leid. Aber im Prinzip geht es so, denke ich. Das Gute ist, da vorne im Innenhof hat man auch eine Chance, eine Erfahrung wieder einzusammeln, falls man doch mal drauf gehen sollte. Tut mir leid, mein Freund. So, Nummer uno. Da kommt noch der Junge mit dem Feuer und dem Alarm. Wenn man mal immer wüsste, wo hier die Tür im Rücken ist. Autsch, ja klar. Komm doch mal hier rein, Junge. Oh, da kommt ein Bogenschütze so nah ran. Ich wollte gerade sagen, das finde ich ja mal überragend nett von ihm. Ja, die stehen schon ein bisschen weit weg, ne? Aber ich wäre immer noch beim ersten Heiltrank, was definitiv okay wäre. Naja, so richtig Bock hier reinzukommen haben sie nicht. Er da schleicht so ein bisschen rum. Dann probieren wir es nochmal. Oh, der Bogenschütze da muss gleich mal als erstes weg. Aber erst er hier. Du von mir aus auch. Oh nein, ich habe schon wieder den Falschen hier anvisiert. Das kann nicht wahr sein. Die ersten Male hat das viel besser geklappt, aber die ersten Male habe ich mir auch viel mehr Zeit gelassen, den ganzen Scheiß hier rauszupullen, was an Fernkämpfern nicht rauskommen wollte. Aber ich habe auch keinen Bock, da jedes Mal eine halbe Stunde zu pullen, ja? Zumal die Fernkämpfer echt so eine Wahnsinnsdistanz haben, die kommen einem ja null hinterhergelaufen. Eigentlich will ich nur diesen fetten Boss da nochmal machen. Es geht mit ein bisschen Begleitung dabei, aber die Begleitung sehe ich im Moment wieder in ganz weiter Ferne, ja. So wie ich sehe, wie die draufgehen. Willst du zufällig mal reinkommen? Ein bisschen schneller? Nee, die haben keinen Bock auf schneller, das sieht man schon. Ach so, jetzt packt. Ach so, ihr wart die Bogenschützen, ja?
ihr könnt beides. Ich dachte, ihr werdet getrennte Gegnertypen. So. Interessant, dass die beides können. So, Aufi! Boah, als wenn ich hier nicht gerade eine Attacke rausgeholt hätte. Okay, sie sind schon alle tot, oder was? Boah. Das ging deutlich schneller als erwartet, aber okay, wir sind raus. So, einiges an Erfahrung. Vielleicht ihn hier vorne anvisieren, geht das? Ich habe keine Lust, irgendwie sowas hier nochmal im Kampf zu enden. Hier steht schon so genug Zeugs während des Kampfs rum, da brauche ich nicht noch Gegner. Ach so, der da oben steht, ist der dann auch irgendwann hier runterkommt immer. Gut zu wissen. Ja, und im Prinzip mit dem Hund da. Vielleicht kommt er auch und sein Hündchen bleibt liegen. Das ist auch mal eine geile Taktik. So, drei Heilungen, kein Support. Auch das macht mir ein bisschen Angst. Schon mal die Sachen hier ganz machen. Na, jetzt kommt sein Hündchen doch. Als hätte ich es geahnt. Aber er trifft es Gott sei Dank auch ab und zu mal selber. Auch mal wieder Ausdauer, mein Freund. Boah, als wenn ich nicht geblockt hätte. Und noch ein Crit hinterher, nice. Puh, der hat gar nicht so viel Erfahrung gegeben. Und der verduftet sich auch gar nicht. Ich habe das Gefühl, das war kein Boss, Leute. Ich habe das Gefühl, der spawnt immer wieder. Scheiße. Oh Gott, was haben wir hier für ein strahlendes Gemälde? Kann es untersuchen, will ich das? Leute, ich würde sagen, boah, hier geht schon wieder das Herz. Wir haben diesen fetten Mob da besiegt. Ich weiß nicht, was es mit diesem Gemälde auf sich hat. Ich glaube, das und nochmal das Umland hier, die Treppen rauf und so. Und was hier noch an der Statue glänzt, das schauen wir uns einfach beim nächsten Mal zusammen an. Ich sag hier erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ach ja, und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir noch ein Däumchen nach oben und eventuell sogar ein Abo da. Ansonsten, bis zum nächsten Mal.